Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, wie ich in meinem letzten Video erzählt hatte, hat Rohbau, der jetzt aber zu ist. Und zwar am 21.04. Das ist tatsächlich schon weiter, als ich schreiben konnte, weil soweit bin ich noch gar nicht in meinem Heft hier. Entschuldigt, das muss ich ganz kurz, bevor ich das vergesse, dass das heute ist, ist nämlich offiziell, ist die Bauarbeiten bei meiner Oma beendet worden. Also, es ist jetzt wie folgt. Meine Oma hat jetzt da unten alles fertig gebaut und es ist jetzt soweit, dass man da das Bett aufbauen kann. Stand heute besteht das Bett jetzt, das dahin soll, und noch aus folgenden Komponenten: zwei Nachttischen, zweimal ein Rost, einmal eine Matratze und ein Gestell. Das muss da auf jeden Fall jetzt noch hin. Und ja, jetzt wollte meine Mutter heute das eigentlich mal den ersten Rost nach Schlier bringen, wo ich dann zu ihr gesagt habe: Mama, das macht gerade überhaupt keinen Sinn, weil wenn du jetzt, jetzt ist ja alles noch vollkommen dreckig und am Montag, also dem 23. Ich warte jetzt mal ganz kurz. Knapp daneben, 24. Kommt dann bei meiner Oma eine Putzhilfe und wird das alles dann erstmal total sauber putzen und dann kann man das Bett da oben aufbauen. Und wenn man das Bett dann da oben aufbauen kann, dann ist es da, ist es sozusagen, dann ist der Startschuss für alles, was hier kommt, gefallen. Boah, das wird richtig viel Arbeit erstmal. Ich werde euch dann, wenn es dann soweit ist und das Bett abgebaut ist, weil meine Mutter möchte ich bestimmt nicht, dass ich das, dass man da davor irgendwelche Videos dreht, dann werden die ersten Videos auch im Zimmer entstehen. Weil dann geht es nur darum, dass ich meine Unordnung wegräume. Hier werden dann viele, viele kleine dunkle Geheimnisse von Elena finden. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt Stand heute so, dass ich, wenn es dann abgebaut werden kann, wird es dann abgebaut. Und Sekunde. Kleine Karnickel, die Hunger haben. Ich muss euch mal ein bisschen weiter hier hinschieben. Entschuldigt. So, jetzt seht ihr mich, ich sehe euch und Leo kann trotzdem sein Futter kriegen. Toll! Ich habe mir so viel Mühe gegeben, jetzt die Kamera umzustellen und du willst nichts mehr. Das glaubt man ja echt nicht. Ja, also folgendes. Sobald dann der Umbau anfängt, habe ich. Ich fühle mich verarscht. Liegt es an mir? Also riechen meine Hände irgendwie komisch? Also jetzt nimmt das. Naja. Ja. Was muss ich dann? Also das Erste, was jetzt raus muss, ist Bett, der Lattenrost, das Zeug. Und dann muss mein ganzes Zeug da raus, weil ich habe da meine ganzen Vorräte immer und das ist jetzt schon seit Jahren. Und dann als nächstes muss dann meine ganzen alten Klamotten. Ich habe noch so ein paar Klamotten, die in den Schrank nicht reingepasst haben, weil ich habe ja auch ein Schrankproblem. Ich habe einen viel zu kleinen Kleiderschrank. Und das ist dann das nächste, was dann so raus muss, was aber noch nicht in den neuen Schrank rein kann, weil der neue Schrank ja hier ist. Ja. Viel Arbeit. Viel, viel Arbeit, die da auf mich zukommt. Ja. Die erste Sache, die ich tatsächlich schon fürs Zimmer gekauft habe, ist mein Swifter oder Switcher. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie das heißt genau. Ich nenne es immer Swifter. Auf jeden Fall das Gerät, das ist da, dass wenn man ein Internetkabel hat, aus der Buchse kann man ja bei uns nur einen Internetanschluss rausholen. Und dieses kleine Kästchen ist dann da mit seinen Eingängen. Ich habe jetzt eins mit, also im Moment habe ich eins mit 4 und ich bin dann fürs neue Zimmer, gehe ich dann hoch auf 8. Und dann kann man in diesem Gerät
mehrere Internet, also dass es das mehrere Internetausgänge hat. Und es ist unglaublich praktisch. Das glaubt man nicht, wie praktisch es ist und wie oft man es braucht. Also ich war schon mehrfach froh, dass ich es dann da hatte. Ja, und wenn ich dann meinen, also ja, dann meine Lampe habe ich ja auch schon gekauft. Die habe ich euch auch, glaube ich, schon mal gezeigt. Aber da bin ich noch ganz weit. Oh. Oh. So Momente, wenn einem was einfällt, was man vielleicht aufschreiben sollte. Was ich inzwischen auch getan hatte, ist, dass wir schon den ersten Handwerker da hatten. Der erste war jetzt offiziell da. Und ja, super nett. Also Leo war ganz begeistert, Mom und kennt ihn eh schon Ewigkeiten. Und ja. Gut. Da das Video ehrlich gesagt nicht so viel Inhalt hat, würde ich jetzt das an dieser Stelle beenden, weil ich nur im Kreis rumlalle und würde euch dann im nächsten Video erzählen, wie dann der erste Besuch von einem Handwerker war, welche Erkenntnisse wir gewonnen haben und was es Neues gibt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.ritme@outlook.com. So, jetzt kriegst du noch hier ein Karottending. Hallo? Glaube ich, spuckt das wieder aus. Also dann, bis bald. Tschüss.